langsam dich anpacken, dann verbrennst du dir die Finger, so heiß sind die aufs Finale. Cavani. Die Kollegen helfen ihm schön. Das ist Standard. Das unterschreibe ich. Marcelo Moreno. Und da bekommt er Unterstützung. Letzte Gang! Und jetzt geht's hier los. 1:0, keine 25 Minuten gespielt. Und das setzt natürlich auch den Gegner unter Druck. Psychologisch extrem wichtig für Uruguay. Hier haben sie das erste Tor gemacht. Das ist wie bei einem kleinen Kind, dem du einen Schokoriegel hinhältst. Greifst auch zu, nimmt es den Riegel. Das Ding winkt. Entwickelt sich möglicherweise was. Maximiliano Pereira. Lodero. Mit diesem Ballverlust bringen Sie sich doch unnötig selbst in Gefahr. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ein Traumpass. Cavani! Der geht daneben! Was wird mir ein 1:0 für Folge sagen? Gar nichts.
alle Möglichkeiten für beide Teams im Durchgang. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Sie kennen das mit den Pferden und mit der Apotheke, aber dieser Vorsprung, der ist ja kaum zu verspielen. Ja, das ist schon gemacht. Eine glänzende Schusstechnik, punktgenau platziert. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Um zumindest mal den Anschluss wiederherzustellen. Aber so geht das natürlich überhaupt nicht. Lodero. Sind im Sack und bei den anderen, da geht es so richtig auf Selbstbewusstsein. Ja, jetzt schau mal hin, Mann, da ist überhaupt keine Gegenwehr, gar nichts. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann, bei dieser komfortablen Führung. Dann war es der Keeper. Bisher haben sie hinten nach den Eckbällen gut gestanden. Das muss man mal deutlich sagen, der Trainer hat bislang alles richtig gemacht. Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Versuch der Balleroberung. Gargano. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Thank you.
Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Und noch einer und drauf.